Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video und das soll der Anfang einer Serie werden, wo wir ja ein krasses Data Pack erschaffen. So, worum es in dem Data Pack gehen soll, das habt ihr sicherlich schon im Titel gelesen, und zwar soll es ein Permissions Data Pack sein. Das heißt, ihr kennt ja vielleicht die Permission Systeme von Servern, wo man ja halt bestimmten Leuten Rechte geben kann, bestimmte Commands auszuführen. Und sowas in der Art habe ich vor, in Vanilla Minecraft zu machen, in dieser Serie. So, und in der ersten Folge jetzt werden wir herausfinden, für welche Befehle man sowas überhaupt gut in Vanilla Minecraft machen kann. Und ja, dafür wechsle ich mal ganz kurz in die Bildschirmaufnahme. So. Crazy, jetzt habt ihr OBS gesehen. Und ja, wir werden jetzt hier die Commands einfach durchgehen und sagen, welchen man gut machen kann. Und ja, die ersten vier sind schon mal Schwachsinn. Bossbar ist auch schwer, aber Clear, das kann man sehr gut machen. Deswegen schreiben wir uns das hier mal in unsere Liste zuerst. Clear. Clone wird nicht. Data wird nichts. Data, na, obwohl Data. Machen wir mal Data in Klammern. Da können wir Teile auf jeden Fall als Permission machen. Data Pack nicht. Debug nicht. Default Game Mode. Das können wir ruhig machen. DOP ist Quatsch. Difficulty. Dann. Ja, Effekt mache ich auch mal in Klammern. Ist ein bisschen schwieriger, aber ja, kann man auf jeden Fall Teile mitmachen. Enchant. Enchant auf jeden Fall für sich selber. Na, Enchant. Execute, nee. Experience schreibe ich auch mal in Klammern. Dann haben wir hier Fill, ne, nein. Function, nein. Game Mode auf jeden Fall. Game Rule eher nicht, ups, aber Gift schreibe ich auch mal in ganz krassen Klammern sozusagen. Gift ist auf jeden Fall sehr kompliziert, aber ich denke, es ist machbar. Also man muss halt jede einzelne Item-ID sozusagen in das Score in das Datapack später speichern. Ja, Help hat man eh Rechte, Kick nicht, Kill. Kill ist nicht schwer machbar, denke ich. List, was macht denn bitte List? Liste das einfach nur die Spieler auf. Ja, List können wir auf jeden Fall die Rechte auch machen. So. Locate ist, ja doch, machen wir. Es gibt ja, wir machen Locate. Mi hat man eh Rechte, MSG hat man Rechte, OP nein, Pardon, Pardon IP nein, Particle ist auch Schwachsinn, Play Sound ist nicht gut, was macht denn Publish? Ach, Publish ist hier Open to Learn, ne? Nee, Publish ist also ziemlicher Schwachsinn. Ja, da kann man dann den Port eingeben und so, stimmt, ich erinnere mich. Receive ist Schwachsinn, Reload ist mehr oder weniger eigentlich auch Schwachsinn. Wofür sollte man da Rechte brauchen? Naja, wir schreiben es einfach mal in Klammern, weil das wäre auf jeden Fall nicht schwer umzusetzen. Replace Item, dasselbe wie bei GIF. Schreiben wir hier mal hier dazu. Obwohl Replace Item. Entity. So. Das mit Save ist Quatsch. Sale, nee. Scoreboard, nein. Setblock. Ich werde das nachher mal nochmal sortieren. Machen wir mal hier Setblock. So. Set Idle Timeout, nee. Set World Spawn, Set World Spawn. World
Spawn. Genau dasselbe wie Spawn Point. Spread Players, nein, Stop Sound, nein, Summon kommt auch mit hier rein. Tag, nein, Team, Teleport, Tell. Hier machen wir auch mal TP rein. Test, WMSG, Tell Raw, nein, Time. Time dürfte sogar mit der 1.13 relativ einfach sein durch das neue Store. Glaube ich. Ich weiß nicht, kann man Sachen in die Tageszeit speichern? Das schaue ich mir im Anschluss nochmal an. World Border und XP haben wir hier schon in Klammern. Also das wär's eigentlich schon, was machen kann. So, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz Execute Store Result. Man kann das noch nicht in der Man kann also noch nicht die Tageszeit. Das ist schade eigentlich. Aber naja, so, jetzt gehen wir mal wieder in die Minecraft-Aufnahme noch zum Schluss. Und ja, das war's schon mit diesem ersten Video. Das dürfte jetzt nicht lange sein. Ja, wir sind gerade bei 6,5 Minuten. Trotzdem. Ja, ich denke, das Projekt wird relativ interessant. Und dann war es das schon mit der ersten Folge. Ja, Vanilla Permissions nenne ich das jetzt einfach mal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ja, bis dahin und ciao.